Herzlich willkommen zu einem neuen Video, genauer gesagt zu einem Tutorial-Video. Und ihr seht, wir sind schon auf der Oberfläche von unserem Nitrado DayZ Server. In dem Video, ihr habt es in der Beschreibung oder im Titel bereits gelesen, es geht heute mal darum, sich Dinge direkt vor die Füße zu spawnen. Dinge, die man gerade gebrauchen kann, die man gerade möchte. Und das geht ganz einfach. Und wie das geht, erfahrt ihr jetzt in dem Video total vereinfacht erklärt für jemand, der das noch nie gemacht hat, kann das in ganz einfach in zwei Schritten fertigstellen und ihr habt direkt etwas, was ihr gerade gebrauchen könnt, direkt vor der Nase liegen. Wir fangen mal einfach an. Ihr seht, ich bin hier auf meinem normalen Server, auf den RP-Server. Falls ihr Interesse habt, dann findet ihr auf meinem YouTube-Kanal ganz viele Videos dazu. Ich gehe mal hier rüber. Na, das ist mein YouTube-Kanal, auf dem ihr gerade gelandet seid. Ich mache hauptsächlich halt Videos zu DayZ Roleplay. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, dann lasst erstmal einen Daumen auf dem Video da und abonniert den Kanal. Wer noch mehr Sachen sehen möchte, der kann auch gerne hier bei Twitch vorbeischauen. Lasst da ein Follow einfach da, hier auf Folgen und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr mal direkt benachrichtigt, wenn ich live bin. Hauptsächlich spiele ich zurzeit DayZ und Formel 1. Wenn ihr da mal dabei sein wollt, am Freitag, dem 24.07. findet abends auch ein kleines Event statt. Das werde ich wahrscheinlich live auf Twitch übertragen, da könnt ihr dabei sein. Also das Event findet in DayZ statt, kleines PvP-Event sozusagen. Ja, aber genug davon, wir gehen mal zurück auf unseren Nitrado-Server und gehen einfach in die, ja, ihr seid ja quasi, so sieht das Ganze aus, wenn ihr auf eurem Nitrado-Server seid. Dann habt ihr hier die Übersicht, euer Dashboard, ihr geht dann einfach hier unten auf Werkzeuge, Datei, Browser, geht in die Mission, in den Ordner DayZ PS Mission. Das Ganze ist hier übrigens PlayStation 4. Dann habt ihr hier die beiden Maps, je nachdem, welche ihr installiert habt. Chernarus oder Livonia. Bei mir ist derzeit Chernarus installiert, also gehen wir auf Chernarus. Der Server ist übrigens die ganze Zeit am Laufen. Das macht nichts. Viele sagen immer, man muss den Server vorher stoppen. Würde ich jetzt mal behaupten, dass das... Ja, also ich mache es beim laufenden Betrieb des Servers alles direkt live auf der Oberfläche. So, wir wollen jetzt einen Gegenstand uns vor die Füße spawnen und wir müssen erstmal uns überlegen, was möchten wir denn haben. Die meisten werden jetzt sagen, ich möchte vielleicht eine M4 haben oder ein Auto oder keine Ahnung. Also wir suchen uns jetzt erstmal einen Gegenstand raus. Dafür gehen wir in die Types XML. Könnt ihr euch halt den Gegenstand raussuchen, den ihr haben möchtet. Das lädt immer im Moment. Also angenommen, ihr möchtet jetzt hier eine AK-101 haben, dann habt ihr hier den Type Name und nehmt das, was hier in Klammern steht. Das ist die AK-101, steht, heißt in dem Fall auch genauso, das ist nicht immer so. Dann kopiert ihr euch dieses AK-101 oder schreibt es euch auf. Den Type Name werdet ihr brauchen. Also ihr müsst ja wissen, was ihr haben möchtet. Wir machen das jetzt ganz einfach. Gehen hier nochmal zurück, dass ihr das von Anfang an alles seht. Wir möchten jetzt ein Event, so nennt sich das Ganze, kreieren, um uns halt Sachen direkt vor die Füße zu spawnen. Also müssen wir ein Event kreieren. Also wir gehen jetzt hier in, wir sind in Generous Plus, DB-Ordner. Gehen dann auf die events.xml-Datei und hier seht ihr, sind wir in dem Ordner, wo die ganzen Events festgehalten sind. Zum Beispiel die Henne ist auch ein Event, also das Huhn, was man so kennt. Ne? Das spawnt ja auf der Map. Es gibt mehrere verschiedene Hühner, weißes Huhn, braunes Huhn, buntes Huhn, keine Ahnung. Und die sind hier unten bei Children drin. Aktuell ist es so, das ist auch die Standardeinstellung, dass immer drei Hühner auf der Map spawnen sollen, aber maximal 50. Immer wenn Spieler an so einem
Spawnort kommt, wo das Huhn hinterlegt ist. Und er ist in einem Radius von 40 Metern. Dann spawnt das Huhn. So erkennt ihr zum Beispiel auch, wenn ihr mehr als 40 Meter von einem Huhn entfernt seid und das Huhn, ihr hört irgendwo ein Huhn gackern und ihr seid da dran halt nicht, ihr habt das nicht getriggert, dass es spawnt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es halt ein anderer, aber das ist wieder ein anderes Thema. Wir wollen ja uns was spawnen. Wir wollen es wirklich so einfach machen, wie es geht. Deswegen suchen wir uns jetzt einfach mal hier eine vorgefertigte Geschichte raus. Zombie wollen wir nicht. Gibt es hier irgendwas? Jetzt kommen wir ein bisschen runter. Item Blinks. Perfekt. Also es gibt ja hier das Event Item Blinks. Das sind die Pile of Wooden Blinks. Ist das Children. Ihr kennt das ja, diese Bretterstapel, die man im Spiel kennt, wo man hingeht und sich einfach Bretter absägen kann, ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel, was wir uns einfach kopieren können. Also wir fangen hier oben an, bei Eventname, ab da fangt ihr an zu kopieren, markiert das hier alles, bis das Event geschlossen wird. Also mit Eventname beginnt das Event und mit diesem Befehl slash Event, mit diesen Spitzklammern, endet das Event. So, das kopiere ich jetzt einmal mit Steuerung C. Dann gehe ich hier hinter da, wo das Event geschlossen wird, drücke einmal Enter, um mir eine Leerzeile zu machen, kopiere mit Steuerung V das Event nochmal rein. Jetzt haben wir das zweimal, ne? Item Blinks. Gut, wir wollen ja unser eigenes Event machen und keine Item Blinks spawnen, deswegen nenne ich das Event jetzt einfach mal Item Spawn. So, Item Spawn. Wenn ihr jetzt mehrere Events machen wollen würdet und würdet es immer Item spawnen oder wie auch immer, könnt ihr es hier auch einfach durchnummerieren mit 1, 2, 3 und so weiter. Könnt ihr euch diese Datei immer kopieren, darunter einfügen und ändert einfach nur die Zahl. Wir machen jetzt einfach mal Item Spawn. So, wir wollen uns einen großen Gegenstand irgendwo auf eine Wiese spawnen, einfach nur zur Demonstration. Was hier drin steht, nominal 50, ist wie mit dem Huhn. Also wenn ihr jetzt mehrere Punkte auf der Map habt, wo das spawnen soll, dann bearbeitet ihr diese Zahl so oft, wie das auf der Map spawnen soll. Ich will es jetzt nur einmal haben. Ich könnte auch die 50 lassen, spielt keine Rolle, aber ich habe ja nur einen Punkt, wo ich es gleich hinspawne. Also spawnt es einmal auf dem Punkt. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so. Die Lifetime schrauben wir mal hoch auf die maximale Lifetime, die möglich ist. Und zwar ist das die 3, 3 mal die 8, 3 mal die 0. Das sind 42, irgendwas Tage. Glaube ich. Das ist die maximale mögliche einstellbare Lifetime. Also wie lange euer Gerät, was ihr euch gleich hinspawnt, euer Item, wie lange das zum Despawn benötigt sozusagen, wenn ihr es nicht mehr anfasst. Also wenn ihr euch eine AK spawnen würdet, würdet ihr auf den Boden droppen, würdet weggehen, dann würde die AK dort 42 Tage lang liegen, bis sie despawnt. Den stellen wir jetzt mal runter auf 2 Meter, das reicht völlig aus. Distance Radio, Cleanup Radius machen wir mal 50 Meter, so. Das bleibt alles so, wie das bei dem Item Blinks Beispiel auch ist. Jawohl, das ist genau das, was wir wollen. So, jetzt haben wir hier Pile of Wooden Blinks, wollen wir nicht. Wir wollen was anderes haben. Also bei Child tragt ihr halt genau den Gegenstand ein, den ihr haben wollt. Also wenn wir die AK haben wollen würden, würden wir jetzt hier eintragen AK 101 und uns würde, wir hätten AK. Wir könnten jetzt hier auch bei Child die Zeile kopieren, nochmal hier einfügen, hier drunter und könnten M4A1 hinschreiben. Dann würde
AK-101 und M4-1 immer abwechselnd spawnen. Aber wir wollen ja nur eine Sache haben. Ich will es auch nicht zu verkomplizieren, ich will es wirklich ganz einfach machen. Also, ganz einfach. Schritt 1, Event erstellen. Kopiert euch das Item Blanks einfach hier drunter hin. Nennt es um, wie ihr wollt, ist egal. Ich habe es jetzt Item Spawn genannt. Stellt euch hier die Sachen ein, die Lifetime, wie lange das ganze Zeug überleben soll. Stellt euch den Safer Radius ein bisschen runter, Distance Radius ein bisschen runter und den Cleanup Radius ein bisschen runter, damit das Zeug auch spawnt. Und dann tragt ihr hier bei Child ein, was ihr haben wollt. Und ich nehme jetzt einfach mal ein anderes Item, was auch aus einem Event ist, also von aus dem Event-Ordner, einfach nur zur Veranschaulichung. Nehmen wir jetzt mal, ja, nehmen wir einfach mal den ADA 4x4 in grün. Das ist, der heißt im Code halt Hatchback-02. Es gibt natürlich noch den, ach nee, das ist der Gyni hier. Offroad Hatchback ist der ADA. Offroad Hatchback ist der ADA, den gibt es in blau, weiß und in grün. Der hier oben, wo keine Farbe dahinter steht, ist der grüne. Das fügen wir jetzt einfach mal ein bei, wo ist unser Item Spawn Event? Na, hier ist es doch. So, Item Spawn Event. Gehen wir hier zwischen die beiden Klammern. Steuerung V. Offroad Hatchback. Und das ist der erste Schritt, das ist der ganze Zauber. Drücken auf Einstellungen speichern. Und wir haben den ersten Teil erledigt. Wir haben ein Event erstellt und eingetragen, was da spawnen soll. Das Event heißt Item Spawn. So, jetzt müssen wir nur noch dem Event sagen, wo es spawnen soll. Weil so, wie es jetzt eingestellt ist, spawnt erstmal gar nichts. Dazu gehen wir zurück in unser Ordnerverzeichnis. Und dann haben wir hier unten die Datei CFG Events Event Spawns XML. Und hier sind zu allen Events die Koordinaten eingetragen. Ja, ihr seht ja hier, wie ich die Sedan oder Heli Crash, das sind alles Events. Guck mal, wie viele Helicrash Spawnpunkte es gibt, und es sind, glaube ich, 3 Helicrashs eingestellt, also Vanilla-mäßig. 3 Helis spawnen gleichzeitig auf der Map und die spawnen an irgendeinen dieser Punkte, also deswegen sind halt Helicrash so selten, deswegen findet man die so selten. Hier gibt es auch andere Sachen, Christmas Tree und so, die sind aber gar nicht aktiviert, kann man aber machen, aber das wäre ein anderes Video. Hier seht ihr den Offroad Hatchback. An wie vielen Stellen der eigentlich spawnt. Das kennt man aus der Ice Wife Map. Das sind alles die eingetragenen Punkte. Genau, wir wollen jetzt sagen, wo unser Item Spawn Event spawnen soll, an welchen Koordinaten das ist. Und dafür gehen wir hier hin, kopieren einfach was Beliebiges. Wir können jetzt einfach hier von der vom Heli Crash beispielsweise. Es ist völlig egal. Ihr braucht nur den Eventname und eine Position. Ich nehme jetzt mal hier von Police Car. Ist egal, welches ihr nehmt. Weil ihr ändert das sowieso gleich um. Könnt auch vom Heli Crash euch das kopieren oder von woanders. Ihr könntet, wenn ihr es jetzt an 2 Positionen haben wollt, an 3 Positionen, 4 Positionen, wie auch immer, könntet ihr mehrere Positionen auch, wie es hier auch ist, einfügen. Ich will aber das direkt vor meine Nase hin spawnen, also brauche ich nur eine Position. Jetzt kopiere ich mir das wieder mit STRG C. Hab mir das jetzt kopiert. Jetzt gehe ich mal, machen wir es wieder direkt unter die Item Planks vielleicht. Guck mal, wie viele Positionen das sind, wobei die Bretter Spawns spawnen könnten. Genau, so. Hier ist das Event vorbei mit dem Bretterspawn. Also gehe ich dahinter, drücke einmal Enter
und erstelle mir unterhalb des Bretterspawns Events ein neues. Der Event ist falsch, unter den Koordinaten einen neuen Koordinatenpunkt, dem ich das jetzt einfüge. Jetzt habe ich hier Static Police Car, aber ich will kein Static Police Car, sondern möchte mein Event, was ich selbst erstellt habe, im Event-Ordner Item spawnen. So. Und jetzt muss ich hier nur noch die Position eintragen. Es gibt einmal eine X-Position und eine Z-Position. Und es gibt auch noch die A-Position. Die beschreibt aber einfach nur die Rotation, also in welche Richtung der Gegenstand guckt, sozusagen. Genau. Jetzt brauchen wir die Ice-Wife-Map zur Hilfe. Und ich bin genau an diesem Punkt in dieser Scheune, habe ich mich ausgelockt. Und bin hier. Ich bin mit dem Auto zwar schon da, aber zu Demonstrationszwecken sage ich, ich möchte jetzt hier aus der Scheune rausgehen und möchte ein Auto finden, damit ich gleich weiterfahren kann. Also ich möchte es angenommen jetzt hier hin haben. Wenn ich hier rauskomme, dann steht es hier links neben der Scheune. Dann schreibe ich mir einfach die Koordinaten auf, die hier unten angezeigt werden, im unteren Teil des Bilds. Die linke Koordinate ist die X-Koordinate. Das wäre 10, 8, 3, 4. Und die Z-Koordinate ist die hintere, ist 12, 5, 4, 9. 12, 5, 4, 9. So, dann gehe ich hier hin und ändere hier einfach die Koordinate, die ich mir gerade kopiert habe. 10. 8, 3, was war es? 4. Und die Z-Koordinate war, glaube ich, 12, 5, 4, 9. Die Rotationskoordinate ist mir egal. Das passt soweit. So, eine Kleinigkeit hätte ich jetzt beinahe übersehen, und zwar jedes Event endet ja mit diesem Befehl. In dieser eingerückten Zeile übrigens wichtig, dass das immer so vierer Steps sind. Also von hier bis hier sind genau vier Zeichen und von hier bis vier bis hier sind auch vier Zeichen. Wir müssen jetzt einmal noch hier hinter gehen. Ich habe das scheinbar nicht mitkopiert. Ihr könnt es ich hab es nicht mitkopiert. Wir gehen jetzt einfach hier hinter, drücken nochmal Enter und kopieren jetzt diesen Befehl hier nochmal hier rein. So, und wichtig ist vier Zeichen, also er muss hier stehen, ne? Also gehen wir jetzt mit 1, 2, 3, 4 mal zurück und das war's. Speichern, fertig. Ich habe jetzt hier einfach eine Koordinate erstellt. Das ist der zweite Schritt, die ich Item Spawn genannt habe, also genauso wie das Event heißt, habe eine Koordinate erstellt, drücke auf Speichern. So, und das waren die beiden Schritte dazu, die ihr machen müsst, die ihr benötigt. Und jetzt müsstet ihr, damit es wirksam wird, einmal den Server neu starten. Und wir schauen uns das gleich mal auf dem Server an, nachdem ich den neu gestartet habe, wie das Ingame aussieht, ob da jetzt wirklich ein Offroad Hatchback steht. Genau. Also, bis gleich. So, wir sind jetzt zurück auf der PlayStation 4 und joinen auf den Server. In wenigen Sekunden werden wir schauen, ob das Ganze funktioniert hat. Hier ist der Server, Deutscher Roleplay Server. Nochmal in Klammern dahinter der Link zum Discord, falls ihr euch bewerben wollt. Und wir verbinden. So, wir sind jetzt in der Scheune drin. Dann mache ich hier einmal kurz das Tor auf. So, machen wir auf die Bude. Ich stecke das mal ein. So. Und siehe da. Ich sehe schon. Ein grüner Adder. Mach mal die Motorhaube auf.
Na? Vier Reifen drin, ein Ersatzreifen dabei, Batteriezündkerze und Kühler sind drin. Der Kühler muss noch befüllt werden. Ich habe hier, glaube ich, auch einen Schluck Wasser dabei. Ist das Wasser? Jawohl. Und dann füllen wir das Ganze auf. Jawohl, das funktioniert auch. Zur Not muss man halt auf die Motorhaube, also auf das Auto raufklettern oder eben die Motorhaube abmachen, wenn man nicht rankommt. Bei dem Adder ist das ein bisschen doof gemacht, weil die Motorhaube so nach vorne öffnet. Ja, aber ihr seht, das Ganze funktioniert. Man braucht keinen speziellen, ich habe da schon die schlimmsten Sachen gesehen, was man alles machen muss. Ja, ihr seht, Benzin ist halt wenig drin. Und ja, funktionieren tut das Ganze auch. Schaut, wenn ihr in so einer Halle parkt, dass ihr nicht unter den Querstreben steht, sondern halt so möglichst direkt unter dem Dach. Sonst kann es passieren, dass das Auto despawnt. Ja. Soweit dazu. Oder zu. Die möre nicht, dass wir noch in eine RP-Situation reingeraten. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr ein Auto spawnt, komplett mit allen Türen, mit allen Reifen, mit Zündkerze, Batterie und so weiter hier drin, dann abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, und aktiviert die Glocke. Ich werde euch in eins der nächsten Videos noch erklären, wie man vollständige Autos spawnt. Und das hier war sozusagen die einfache Variante, sich einfach ein Item vor die Nase zu spawnen. Es gibt dann noch die Variante, dass man sich beispielsweise eine Kiste, ja, also eine komplette Kiste spawnt mit mehreren Items drin, damit man nicht eben immer den Server restarten muss. Oder natürlich wäre auch eine Möglichkeit, diese Variante halt durchzunummerieren, Items spawn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wie auch immer, und macht die dann an verschiedene Orte hier ringsrum, um die Scheune zum Beispiel, und holt sich dann die verschiedenen Items ab, wäre auch eine Möglichkeit. Aber wenn man alles in eine Kiste haben möchte, möchte zum Beispiel ein Schatzkisten-Event starten, spawnt irgendwas, wenn man einen eigenen Server hat, einen Roleplay-Server oder so, wie das funktioniert, erfahrt ihr in einem der nächsten Videos. Also würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder dabei seid, und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und habe euch das hier so simpel wie möglich erklärt, und schon wird geschossen. Ich logge mich aus, ich bin weg. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.